Schönen guten Tag. Samstagnachmittag, 16.15 Uhr, Hamburger Kochstudio. An meiner Seite eine bezaubernde Frau, eine geniale Buchautorin, im Fernsehen bekannt, beliebt, die Stimme der Körper, alles. Ach, Susanne Fröhlich. Die Stimme der Körper, ist das nicht schön? Danke. Danke. Das hat noch keiner gesagt. Ja. Schön. Susanne Fröhlich. Wird mit mir kochen, sie wird machen Apfel im Schlafrock. Das ist das, was ich mir wünschte, als ich dich gesehen habe. Habe ich gesagt, ich möchte mit ihr Apfel im Schlafrock. Hast du bei mir an Schlafrock gedacht oder an Apfel? Knackig wäre ein Äpfelchen und das Schlafröckchen wäre ich. Johann, wen hast du dabei? Oh. Ja, ich habe bei mir einen wunderbaren Gast, einen Kollegen. Er macht tolle Musik, ein toller Moderator. Herzlich willkommen, Patrick Klinkner. Dankeschön. Lieber Patrick, also Apfel im Schlafrock wäre mir zu banal heute, wir machen was Besseres, oder? Das haben wir bei dir schon gleich gedacht, ja. Ja. Also, was machen wir denn? Kartoffelblinis, ja. Mit einem Tartar aus Heilbutt und dazu eine Wasabi-Creme fraiche. Ja, sehr schön. Und als gelernter Koch ist das für mich ja mit ihm zusammen wahrscheinlich kein Problem heute, oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dich nicht zu enttäuschen. Sonst singst du einfach. Genau. <Okay. lacht> Zu Boden. Also, Patrick Klinkner, Horst. Ja, ich grüße dich, lieber Johann. Es ist sehr schön, obwohl du wieder mit unfairen Mitteln gegen mich arbeitest, Patrick. Aber dafür werde ich dich mit Schönheit und Charme schlagen, mit der Susanne. Mann, ja. Oh Mann, hast du was genommen vor der Sendung? Das klingt ja toll. Das ist ja unglaublich. Also, ich mache Kalbsfrikadellen mit Mozzarella gefüllt, Mozzarella vom Büffel. Und dazu Bandnudeln mit Tomaten und Basilikum. Das hört sich gar nicht so verkehrt an. Vor allen Dingen, das war klasse. Es wäre schön, wenn ihr dieses jetzt mit ein bisschen mehr Nachdruck macht. Weil ich werde machen einen Rumpfochtopf. Alles, was rumstand, musste focht und kam in einen Topf. Ja, wir fangen auch direkt an mit den Äpfelchen. Ja. Was mache ich? Ein Mürbeteig? Ja, die liebe Susanne wird einen Mürbeteig machen. Das heißt, sie wird den Teig so lange mürbe machen, bis er fertig ist für unsere Äpfelchen. Eigentlich macht man das ja auf der Arbeitsfläche, aber damit es nicht so ein Schweinkram gibt, mache ich es hier rein, okay? Ja, das machst du da rein. Da drin ist Mehl und Backpulver. Schon gemischt. Ja. Ich mische noch mal durch. Immer so schick jetzt hier mit so langen Mäntelchen. Normalerweise habe ich Smokingjacke oder so an. Ja, darf ich dir das so ein bisschen aber ganz ehrlich, ich habe selten eine Schürze an. Also ich habe meine normalen Sachen an. Normalen Sachen finde ich sehr schön. Ja, findest du schön? Ja, finde ich ganz toll. Das sieht jetzt so ein bisschen aus, als hätte ich zu lange Ärmel und naja. Ja, weil wenn du den Teig jetzt knetest. Ah, verstehe. Ja, sehr schön. Dann muss ich auch den Schmuck ablegen, oder? Das wäre auch schön, bevor wir den Ring nachher in dem Apfel haben. Weil obwohl, fände ich ja schön. Es hätte was. Weißt du, wenn du so ausgehst, man denkt es ja immer, man sieht es in Filmen, dass Männer so Geschenke in Desserts verstecken. Leider gibt es das nur in Filmen. Oft habe ich schon auf was Hartes gebissen und dachte, jetzt könnte es soweit sein, rein. Da war es aber nur Schmeiß ihn rein, bitte. Ja. Mit deiner Telefonnummer, ja? Gut, also zwei Eier trennen, okay. Du fängst da. Ich fange einfach mal an. Und ein Rumpfhochtopf ist eigentlich ein Eintopf. Weil für viele Menschen ist ein Eintopfkochen unheimlich schwierig. Das heißt zum Beispiel Linsen, die muss man eine Nacht einlegen, Wasser. Ich meine, das wird für die Sterneküche, obwohl, wenn der aufgewärmt wird, ist er ja erst richtig lecker. Aber mein Rumpfhochtopf besteht wirklich aus den Dingen, die man schon mal so alles finden könnte im Kühlschrank. Das heißt, ich habe ein Stückchen Fleisch. Also was findest du bei dir im Kühlschrank? Das möchte ich jetzt mal genau sehen. Geht wieder los, geht wieder los. Also. Wunderschönes Schweinefilet habe ich gefunden, ganz frisch. Zufällig. Zufälligerweise. Dann habe ich noch einen Brokkoli übrig gehabt, frischen Knoblauch, Porree, Champignons, Kartoffelchen, Paprika, Möhren, Kaiserschötchen. Und hier ist auch noch was übrig. Ihr könnt doch bestimmt Eiweiß brauchen, ist so gut für die Muskulatur. Ja, das ist gut für meine Frikadellen, wunderbar. Genau. Ja. So, das Ganze wird jetzt geschnibbelt und der Reihe nach der Garung zusammen in einen großen Bräter reingehauen. Und das schmeckt sowas von lecker nachher. Johann sagt immer, Horst, du kannst dein Essen besser beschreiben, wie er kochen kann. Ne? Also, ist wirklich wahr, wenn ich jetzt... Ja, ist okay, mach du weiter. Der Unterschied von uns beiden ist, mein Essen schmeckt und du erzählst viel darüber. Ja.
geht schon wieder los. Lass sie doch vorab ruhig ein bisschen angeben. Geht schon wieder los. Ich bin mal gespannt, wer nachher alles auf unserer Seite steht und sagt, Horst, bitte. Susanne, euer Essen, der helle Wahnsinn. Aber wir werden einen Teller im Sternemenü nachher anrichten, haben wir uns schon vorgenommen. Mhm. Das heißt, ich habe mir einen riesigen Teller bestellt und den werde ich mit ein bisschen Soße beklackern. Ja, ja? So rundrum einfach so ein rundrum, bisschen. So ein bisschen Löffelchen drauf. Genau, machen. Und dann legst du einfach ein kleines Stück Fleisch und schneidest es in ganz kleine Stücke und ein bisschen Gemüse noch. Mhm. Sag mal, wenn du da mit der Hand so drin rumwühlst, weißt du eigentlich, welchen Teig man mit dem Rührgerät macht und welchen mit der Hand? Ja, den Mürbeteig macht man mit der Hand. Ich mache es ehrlich gesagt normalerweise mit beiden Händen, aber ich wollte mich nicht komplett zukleckern. Macht es der Profi mit einer Hand oder mit beiden? Der Profi macht es mit einer Hand, damit er eine Hand immer sauber hat, für den Teig nachher auch zusammen in der Schüssel zu halten und für die Zutaten dabei zu schütten. Ja, bitte. Wann weißt du, wie der Profi antwortet? Ich habe gelesen. Und Rührteig mache ich mit dem Rührer. Deswegen heißt er ja Rührteig. Genau, siehst du, das habe ich. Was ich überhaupt nicht kann, Mürbeteig kann ich, aber Hefeteig kann ich nicht. Das Johann kann Hefeteig. Johann kann Hefeteig. Jeder hat seine Spezialgebiete. Du kannst doch Hefeteig, ja, wir oder? Machen ja gerade einen hier. Wir machen gerade Blinis. Was macht ihr? Und zwar, wir haben gerade hier Blinis. Blinis sind das, diese winzigen Dinger, die kommen von denen den Klitschkos irgendwie schlecht wurde. War das nicht in irgendeiner Werbung? Sag mal. Muss ja nichts heißen. So, was haben wir heute für Gäste hier, sag mal, Patrick? Also, wir haben erst mal... Schlecht ist denen übrigens geworden von den Kindermilchschnitte. Also zu viel, aber ich esse. Also, wir haben hier Milch heiß gemacht, ja. Und haben dazugegeben Hefe, also lauwarm, die Milch darf nur ganz leicht lauwarm sein, Hefe und Mehl. Und rühren das jetzt einmal glatt und geben jetzt dann gleich dazu Kartoffeln. Und zwar, wir machen Kartoffelblinis, ja. Mhm. Da sind hier drin gedämpfte Kartoffeln, ein Dämpftopf, unten ganz wenig Wasser rein, die Kartoffeln rein und jetzt rausnehmen. Und dann muss ich die Kartoffel schälen. Wie lange brauchen die, Johann, da drin? Die brauchen ungefähr 20, 25 Minuten. Das ist ja das Schöne bei einem 45-Minuten-Gericht. Müsst ihr mal gleich drauf achten, wie lange das alles gedauert hat schon. Ja, was? Nee, mach weiter. Auf jeden Fall. Was mache ich denn jetzt? Stelle ich den kalt? Der muss eine Stunde kalt stehen. Ja. Okay. Kann ich mir die Hände da mal machen? Ja. Also wir machen auf jeden Fall zu dem Vorteig dazu unser Spülbecken, nicht da drüben, dann kriegt die, die Kartoffeln. So. Ja. Frisch reinpressen, ja, warm. Und später kommt dann drunter noch geschlagenes Eiweiß, Muskatnuss und so weiter, ja? Okay. Wenn man die Kartoffeln nicht so pressen möchte, oder wenn man keine Presse hat, dann kann man die auch mit dem Gabel so schön zerdrücken, aber das ist auch kein Problem. Aber das ist schon. Ja. Stellen wir das mal in den Kühlschrank? Ja. Wo hast du eigentlich so gut kochen gelernt? So gut, ja. So fantastisch. Und guck mal, wie schnell mein Mürbeteig fertig ist. Eine Stunde. Eine Stunde. Ja. So schnell vergeht die Zeit mit dir. Ja. Ich kann nicht so richtig wahnsinnig gut kochen. Ich koche gern so Sachen, wie du jetzt hier machst, so dass man mal Gemüse mit bisschen Fleisch oder mit was auch immer. Wer hat dir das beigebracht? Kartoffelchen, die Mutti. Mama, ne? Ich bin ausgezogen, da konnte ich nichts. Und dann habe ich wirklich angehoben und gesagt, wie macht man noch mal Kartoffeln? Und dann hat sie immer erklärt. Und es gibt so Sachen, die kann meine Mutter so gut. Und da arbeite ich mich schon seit Jahren dran ab. Irre. Aber ich esse gerne einfach leckere, gute Sachen. Und auch nicht so kleine, wie man sieht, nicht so kleine Portionchen. Ja. Ja. Nee, das mag ich ja auch nicht. Ja. Übrigens für die Leute hier, ne, die zufälligerweise auch zu Hause wissen möchten, was in dem Topf schon alles drin ist. Ich habe hier das Schweinefilet in grobe Scheiben geschnitten, in Öl angebraten. Jetzt kommen die Zwiebelchen dazu und die anderen Zutaten, die relativ lange brauchen. Zum Beispiel der Porree, die Möhrchen brauchen relativ lange. Champignons, Brokkoli kommen ganz zum Schluss dazu. Ich werde probieren lassen und du, weißt du, mit deinem Apfel im Schlafrock solltest du Galle geben, weil er braucht 20 Minuten im Backofen. Okay, ja, gut. Das heißt, ich mache jetzt die Dreiecke, auf denen ich die Apfel... Ja. Ja, okay. Ihr müsst übrigens nicht unbedingt Schweinefilet nehmen, sondern wenn ihr ein Stückchen Schweinerücken habt, man könnte auch nehmen, wunderbar, Rind, alles kurzgebratene. Das heißt, ihr dürft auf gar keinen Fall hingehen, irgendetwas nehmen, was man jetzt stundenlang im Ofen garen müsste oder in der Soße garen ziehen sollte. Zum Beispiel eine Gans, ja? Also ich weiß von Johann, dass Johann seine Gans mindestens 6 Stunden allein im Backofen warm werden muss, bevor man anfängt zu braten. Was? Johann? Bestimmte Dinge möchte ich nicht kommentieren, verstehst du? Da schreibe ich meinen Kommentar. Also, falls jemand wissen wollte von den Zuschauern zu Hause und auch hier,
was wir jetzt hier machen, wir haben hier den Teig, der sieht schon mal ganz lecker aus. Nämlich der Blini-Teig, da fehlt nachher noch das geschlagene Eiweiß, Kartoffeln sind drinnen, Hefe hat sich aufgelöst mit Mehl, mit der Milch, mit dem Mehl, alles ist perfekt. Und jetzt habe ich hier vorne in der Pfanne für die Frikadellenmasse getrocknete Tomaten, dann habe ich hier etwas Knoblauch, Schalotten in Olivenöl angebraten und ich habe hier vorne Weißbrot eingeweicht in warmer Milch. Das ist wichtig, damit das also schön aufweicht und jetzt geben wir das alles hier dazu zu dem Hackfleisch. Wir haben hier Kalbfleisch und etwas Speck habe ich durchgedreht durch den Fleischwurf in so eine mittelgroße Scheibe. Sieht gut aus, das geben wir jetzt alles dazu. Da machen wir jetzt eine schöne Frikadellenmasse draus. Patrick, wo hast du eigentlich kochen gelernt? Ich habe kochen gelernt am alten Münchner Flughafen damals. Auf deinen Reisen oder was? Nee. Im Bayerischen Hof, oder? Und war dann 5 Jahre lang im Bayerischen Hof, ja? Genau. München. Also der hat ja mal einen sehr guten Namen. Bitte? Der hat ja mal einen sehr guten Namen. Hatte mal, als ich damals dort gearbeitet habe. Was hast du in der Küche am liebsten gemacht, Patrick? Was ich am liebsten gemacht habe? Ja, jeder Koch hat seine Fähigkeit. Mein Horst, der macht alles gleich. Ja, ich glaube, am liebsten habe ich Blödsinn gemacht. Ja. Ehrlich? Ja. Aber es gibt ja so Vorlieben, was jeder gerne macht. Nee, ich habe eigentlich jeden Posten habe ich gerne gemacht. Und in so einem großen Hotel ist es ja so, dass du also überall mal zum Einsatz kommst. Ja. Und ja, so habe ich dann natürlich auch damals große Persönlichkeiten kennengelernt. Heinz Rühmann stand mal bei mir in der Küche plötzlich. Nein! Ja, stell dir das vor. So groß war der aber gar nicht, der Heinz Rühmann. Was wollte der essen? Bitte? Was wollte er essen? Nee, der suchte die Toilette. Fast. So. Ja. Liebe, wie geht's weiter? Soll ich das Eiweiß hier aufschlagen? Ja, ich habe ein Gebiet, wo ich überhaupt keine Erfahrungen habe. Ja, das glaube ich dir sofort. Das geht vielen Männern so. Also, nicht Sex. Nee, das meine ich. Ich meine Diätküche. Diätküche. Aber du hast dieses wunderschöne Buch geschrieben. Moppel ich, das ich gerade wieder lese. Das liest du noch mal selber, obwohl du es geschrieben hast. Ja, weil ich mich gerade wieder mal auf dem absteigenden Ast befinde. Ich habe ja immer, mein Leben hat so Wellen. Ja. Und dann nehme ich ab und dann nehme ich wieder ein bisschen zu, weil ich denke, jetzt könnte man mal wieder was essen. Und dann merke ich, es wird alles so eng, im wahrsten Sinne des Wortes. Das habe ich momentan auch. Ja, und da, wenn man den Gürtel nicht mehr sieht, geht. Aber die Füße muss man gut sehen können. Ja, obwohl so eine Schürze hier hilft, weißt du? Ja, du bist doch eigentlich, du hast doch Idealfigur. Nee, habe ich nicht wirklich. Sag mal, ich finde so ganz dürre Männer schlimm. Ne? Ja, das Buch ist verfilmt worden. Das läuft am 12. März im Fernsehen. Ich bin schon gespannt, ich habe den Film noch nicht gesehen, mit Christine Neubauer in der Hauptrolle, mich sehr gefreut hat. Den werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Ja, übrigens, weißt du, was hilft, wenn man seine Schuhe nicht mehr sieht, wenn man so dick geworden ist? Größere Schuhe kaufen. Du musst mal gucken, Johann hat ja offiziell Schuhgröße 48. Ne, Johann? Ich hab dir schon mal gesagt, Horst, es gibt Dinge, wo man besser nichts zu sagt. Ja. Gut. Das ist also ja wenn nur ich so mal ganz kurz sagen darf, ja, was meine Susanne hier macht, weil die ist so schnell, weil sie das beherrscht. Ja. Die hat die Äpfelchen geschält, hat sie ausgehöhlt mit einem Ausfächer. Genau. Und jetzt kommt eine traumhafte Marmelade oder Gelee rein. Das kann man sich aussuchen, welches man auch immer haben möchte. Und dann haben wir hier vorgeröstete Mandelstifte. Deswegen sind die so dunkel. Ja, die sind nicht schlecht. Nein. Nee, ich dachte, vielleicht muss das wichtig weg. Ist beim Horst Licht, das ist immer alles selbst gemacht. Die Marmelade ist selbst gekocht. Guck mal hier. Selbst. Ja, selbstverständlich. Ich habe die selber in dem Laden, da habe ich gesagt, ich brauche frisch gekochte Marmelade. Und da haben die gesagt, nehmen Sie die ist gut. Nein, man kann die natürlich auch selber kochen. Aber weißt du, was ja ein bisschen blöd ist? Karneval. Wer geht Karneval raus? Nee, wenn man die Marmelade reinfüllt, die quillt ja unten sofort wieder raus. Ja, deswegen kommen oben die Mandelstifte rein. Als quasi Verschluss. Eigentlich würde ich die auch direkt auf dem Backblech stellen. Das hab ich auch schon vorbereitet. So, aber dann muss doch erst noch der Teig drunter, damit der Schlafrock quasi. Ja, aber dann läuft dir nichts mehr raus. Das bin ja nur ich. Du bist ja jetzt der Schlafrock, oder? So habe ich das vorhin verstanden. Stimmt. Du musst ja jetzt drumherum. Ja. Okay. Ich muss um dich drumherum. Drumherum, ja. So, guck mal hier, Horst. Ich habe Johann, welche Äpfel würdest du zum Beispiel nehmen dafür? Wo? Für Äpfel im Schlafrock. Gibt es da ganz spezielle Äpfel, die du da gerne hättest? Rote Äpfel würde ich nehmen. Rote Äpfel. Haben wir genommen.
Guck. Nein, ich würde gerne, ja. Ich würde schöne so Boskop oder sehr fein, so mit sehr säurebetonte Äpfel nehmen. Sehr säurebetonte Äpfel. Ja, genau. Ja, also kein Granny Smith, sondern einen schönen Boskop. Ja, genau. Ja? Warum lachst du so? Der glaubt nicht, dass ich das ernst frage, weißt du? Da war keine Schwörterei hintergedacht. Weil ich habe nämlich auch diesen wunderbaren Boskop genommen, weil es kommt ja genug Süße rein. Ihr müsst überlegen, es kommt hier Marmeladchen rein. Ne? Für die mich nicht verstehen, Marmelade oder Gelee. Es kommen diese wunderbaren Mandelsplitter rein. Es kommt dieser herrliche Mürbeteig drüber, wird nachher gebacken. Es kommt noch ein Zuckerguss oben drüber. Also wenn dann auch noch der Apfel süß wäre, erleidet ihr einen Zuckerschock. Und das möchten wir ja nun mal wirklich nicht. Jo, was hast du eigentlich für eine Matscherei da jetzt in der Schüssel drin? Das. Also bei mir nennt man das Frikadellenmasse oder Hackfleischmasse. So, wir haben hier das Kalbfleisch mit dem Speck, angebraten Tomaten, Zwiebeln, in Olivenöl mit etwas Knoblauch. Dann habe ich rein die Brötchen eingeweicht, Chili, Salz, Pfeffer, gehackte Petersilie und jetzt geben wir noch rein geröstete Bienenkerne. Super, so. So. Und das wird nachher gefüllt mit Mozzarella in der Mitte und wird dann ausgebraten. Ja. Schöne Masse, ne? Sehr schön. So, wir machen jetzt zusammen, Patrick, ein Tartar aus Heilbutt. Und zwar, wir haben hier im Kühlschrank, das ist geräucherter Heilbutt. Haben wir schon was vorbereitet? Nein, hier, guck mal. Jawohl. Das ist Heilbuttfilet geräuchert. Mhm. Den muss man jetzt in ganz kleine Würfel schneiden. Und dazu gibt es dann Mango, Schnittlauch, Schalotten, Creme fraiche, Zitronensaft. Und dazu geben wir dann als Beilage Creme fraiche mit Wasabi. Also was ganz Leckeres. Wunderbar. Das servieren wir dann auf Blinis. Okay, dann schneide ich das mal. Der Horst staunt schon wieder, was wir da machen. Ja, ich bin ganz hellhörig geworden. Wann hast du den Fisch geräuchert, Johann? Was macht er so nebenher? Ja, ja, das ist unglaublich. Beim Fernseh gucken, keine Und Ahnung. Ich wundere mich gestern Abend im Hotel noch, warum der Flur so komisch riecht. Da habe ich mir noch gedacht, also nett, dass der Johann wieder Fisch am Räuchern ist. Ja, kriegen wir jedes Mal Ärger. Am Anfang durften wir in einem Zimmer noch schlafen, aber ist auch vorbei. Seitdem müssen wir getrennte Hotels suchen. Das finde ich übrigens sowieso. Das ist komisch, dass die Sterneküche immer so ein klein bisschen bevorzugt wird. Weißt du, ich muss mit dem Moped von Rommerskirchen hier hin. Ja. Johann ruft mich dann immer auf Handy an und sagt, Horst, ich fliege gerade über dir, du siehst scheiße aus. Ja. Trotzdem mache ich heute Frikadellen. Das sieht irgendwie, glaube ich, nicht so aus, wie du das wolltest. Nein. Aber Nein. Wir haben ja zwei Äpfel. Also, ja, das sieht jetzt, ich meine, gut, das sieht spannend aus, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo jetzt der Apfel das oben ist. Das ist ein sehr tüchtiger Schlafrock sozusagen. Johann, du bist damit. Ja? Das sieht wirklich aus wie so eine Stoßkugel, also, weißt du, man kann so einen Weitwurf machen. Ich hatte mir das ursprünglich zeig gedacht. Mal, ja, zeig ja. Sieht sehr interessant Weil ich hatte mit dem Quadrat ein bisschen ein Problem. Mit dem Quadrat? Ja. Ja, dafür haben wir also ja ich Messer. Ich weiß schon, wie ein Quadrat aussieht, aber... Ja. Du hast doch irgendwo noch Mehl gehabt, ne? Ja. So. Ich was schon hast bisschen du eigentlich aufgeräumt. Jetzt die Marmelade hier überall so reingeschmiert? Das sieht auch spannend ja, aus. Ja, das ist einfach, um farblich noch einen Akzent zu setzen. Das mag ich ja so an dir. Du bist nicht nur eine gute Köchin, du bist auch noch innovativ und ja. ganz neue Wege. Ganz neue so, Wege. So, zeig mal, wie das jetzt wird, wie dünn. Ja, was hast du denn hier für Reste? Das ist ja Wahnsinn. Ja, das so waren in der ja solche Größe. Mengen von meinem Blitzmürbeteig. Ja, weißt du, so ein Stündchen mit dir in Begleitung geht vorbei, das ist einfach nur schön. Und so schneidet man ein Quadrat da draus. Siehst du? Ja, ja, ja. Wir haben ja Messer. Wo hast du den anderen Apfel? Da steht er. Ach, da ist er. Das ist ein Apfel, ja. Ja, das ist das Äpfelchen. Und dann schlägt man die Ecken schön so da drüber. So. Habt ihr jetzt bei mir auch gesagt? Ja. Toll! Wegen des Lochs hier. Ja. Schön. So, und dann wird er hier oben zugenagelt. Und zwar mit Eigelb. Was? Die haben sich verdammt gerade. Haben die sich. Nein, nein, die haben auch sich nicht. Ein Eigelb? Ein Eigelb, das wird hier so ein bisschen drüber. Und dann stellen wir den so neben deinen wunderschönen hier. Ja. In den Backofen. Also in den Kochbüchern steht dann immer bei mittlerer Johann, Hitze. Johann, sag einfach nichts. Johann. Er was? Guckt jetzt so, aber in ein paar Wochen in deinem Restaurant werde ich so... Da gibt's dann Äpfel im genau Schlaf. Sowas. Ja, ja. Hast du ehrlich sowas schon mal gesehen? Das kenne ich.
Danke, Patrick. Bitte, kann man arbeiten. Netter Kerl. Wobei ich mir nicht sicher bin, du kannst beides so gut. Wenn du singst, das ist engelsgleich. Ich danke dir. Ja, und wenn du kochst, ja, dann ist das so, als wenn Johann so wollte. Wunderschön. Also, was wie man früher gesagt hat, du bist ein richtiger Radlfahrer. Ein Radlfahrer? Arschkriecher meinst du? Nö, das ist doch einfach nett, oder? Ich habe vor lauter Aufregung meinen Estragon vergessen in der Masse. Oh mein Gott, da geht alles schief. Er hat sein Estragon vergessen. Hat er sein Estragon vergessen? Siehst du, ja, geht schon wieder los. Übrigens, ganz kurz, Susanne, lass dich da nicht beeinflussen. Unsere Äpfel im Schlafrock sind bei ca. 180, 190 Grad. Jetzt ca. 20 Minuten im Backofen. Ja. Wir sollten sie aber nicht aus dem Auge verlieren. Nein, ich werde sie so im Auge haben. Wenn die oben Röststoffe entwickeln, dann ist es falsch. Dann hat Tim Melzer die gemacht. Ja. Dann schmecken die aber nicht. Ja. Also eine leichte Farbe dürfen Sie haben. Eine schöne, leichte Farbe. Deswegen sagt man bei Ober- und Unterhitze schön von allen Seiten die gleiche Temperatur. Ja. So, als wenn ich mich um dich bemühe, würde ich nicht nur sagen, dass deine Augen wunderschön sind. Sondern du würdest auch meine Füße und so weiter. Ja, bitte. Ja, ich koche weiter. Wir haben noch eine Kochsendung hier, ja? Entschuldigung. Hier müssen wir jetzt mal den Zuschauern zeigen, wie man Frikadellen macht, ja? Ich habe hier so einen Ring genommen. So einen Ring. Sehr praktisch. So einen Ring, ja? Dann streicht man hier die Masse so rein, damit in der Mitte so eine leichte Vertiefung ist. Dann schneide ich hier draus so ein Stück von Büffelmozzarella. Johann, muss man eigentlich den Ring nehmen oder kann ich auch so ein Ofenrohr nehmen, weil sie so größere Frikadellen machen? Du kannst auch ein Abflussrohr nehmen, wenn du willst. So, jetzt kannst du hier die Masse oben drauf streichen nochmal. Dann einfach zustreichen hier, ja? Bis du hast. Für dein Restaurant ein guter Hinweis. Ja, ich mache ja die Frikadellen mit der Hand, weißt du, so wie früher. Ich auch. So runde, du auch, ne? Ja, einfach. Hin. Da habe ich schöne Frikadellen, gleich große. Das sieht aus wie aus der, wie wenn man Thunfisch so umschlägt. Ja, aus der Dose raus. Ja. Ne? Thunfisch aus der Dose, genau so sieht das aus. Bitte was? Aber es riecht sehr gut. Ja? Ja. Also, das ist auch wichtig, dass die Frikadellen immer gleich groß sind, weil beim Garen nachher müssen die auch wirklich gleichmäßig gar sein. Gell? Deswegen mache ich die gleichmäßig groß. Passt. Ja, aber ich kann das auch mit den Fingerchen gleichmäßig groß. Weil ich habe da so Gefühlsdinger drin, wo ich immer genau sagen kann, so groß sind beide. Also rein theoretisch könnte ich auch immer zwei Frikadellen gleichzeitig machen, wenn ich möchte. Passt. Patrick? Ich glaub dir das. Dankeschön. So, was hast du, möchtest du mal wissen, was hier Schönes drin ist? Weil deine Frikadellen werden ja jetzt alle gleich. Wenn man hier mal reingucken möchte, das sieht schon aus wie ein Eintopf. Das heißt, ja, das lecker, sieht ne? richtig gut aus. Ja. Das ist aber anders wie so Frikadellchen mit Käsefüllung, oder? Aber hallo. Warum nimmst du eigentlich Büffelmozzarella? Warum? Weil der Büffelmozzarella einfach viel besser schmeckt als normaler Mozzarella. Und der in der Tat vom Und der ist ja auch viel teurer, ne? Und von Büffelmilch gemacht ist. Deswegen. Von Büffelmilch? Ja, genau. Büffelmilch? Ja. Sag mal, wo gibt denn der Büffel die Milch? Das macht er nur für den Johann. Weißt du das? Das macht er nur für den Johann. Jetzt zeig ich dir was, ja. Du zeigst uns, wo der Büffelmilch gibt. Wie machst du das denn jetzt, Johann? Hast du einen Büffel bei? Also ich weiß, wo die Büffelkuh Milch gibt, weiß ich. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, verstehst du? Und warum ist der besser? Ernähren die sich anders? Weil die Büffel erstmal andere Dinge fressen. Ja, du weißt das nicht, ne? Dauert mir zu lange mit der Erklärung. Normalerweise sagst du immer direkt, du horchst, da liegt da, ne? Und jetzt fängt er an, die Kuh zu beschreiben. Der Büffel hat einfach bessere Milch als normale Kuh. Ja, woran liegt das denn dann? Das weiß doch kein Mensch. Weil ihr selbst das noch besser können wollt. Die Büffel? Ja. Ja, er meint, es gibt weibliche Büffel. Ja. Patrick, gibt das weibliche Büffel? Ja, sonst gibt es ja keine Vermehrung von Büffel. Wie geht denn das? Ja, Büffel ist doch der Mann. Und der macht mit einer Büffelin, macht der doch kein Sinn. Macht mit einer Kuh. Ne? Ja. Also eigentlich heißt das Büffelinnen-Mozzarella. Ja, genau. Nur in Köln heißt es so. Also wir haben hier mittlerweile die wunderbaren Kartoffelchen drin, wir haben die Möhren drin, Paprika, jetzt kommt noch frische Ananas dazu. Und ich habe das Fleisch schon mal probiert, das schmeckt super. Das Fleisch ist schon toll, ne? Ja.
Vor allem das, finde ich, ist so praktisch. Einfach rein, dann braucht es keine große Beaufsichtigung. Und man hat auch nicht so eine Schweinerei in der Küche. So, jetzt muss ich aber erst Patrick, was machst du denn da? Erst muss ich Patrick sagen, was er hier gemacht hat. Weil der Patrick kocht hier am besten von allen und keiner nimmt es wahr. Bitte, erzähl mal genau, was es ist. Das ist jetzt der geräucherte Halbutt mit Mango, ein bisschen Dill, Creme Fraiche und ein paar Zwiebelchen. Und alles klein geschnitten natürlich. Alles klein geschnitten, ganz, ganz fein. Mit Salz und ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Pfeffer, Salz. Genau. Okay. So, schön würzen hier. Das ist Koriander. Wow. Nehmen wir Chili, komm, Chili. Chili. So, einfach jetzt schön rühren. Und das können wir dann schön kalt stellen. Okay. Und jetzt machen wir dann dazu noch eine Wasabi-Creme fraiche. Ja, wer kennt Wasabi? Wer kennt Wasabi? Na klar, das ist dieses grüne, scharfe Zeug. Da gibt es verschiedene Ausführungen. Es gibt einmal dieses Pulver und es gibt diese Paste. Also beides ist sehr scharf. Man muss damit sehr dosiert umgehen. Und das sollte man auf keinen Fall aus der Dose nehmen wie Tomaten. Was? Kann der Brokkoli rein? Hau den Brokkoli rein. Ja, guck mal, das ist der Unterschied. Das ist das Pulver, das ist die grüne Paste. Und beides ist sehr scharf hier. Siehst du? Das ist der Unterschied, ja? Aha. Also wir nehmen heute, ich nehme sehr gerne diese Paste, die schmeckt mir besser. Ja, machen wir auch. Das heißt, wir brauchen Creme Fraiche, die haben wir hier. Dann machen wir unsere Äpfelchen. Machen wir die Creme Fraiche jetzt wieder hin. Da steht noch ein bisschen. Hier sie. Creme Fraiche. Ja. Die tun wir schön verrühren mit Wasabi. Die brauchen noch. So, dann ein bisschen Salz rein, Koriander gemahlen, Zucker. Ja, hier. Ja, ich mach dir da Zucker bitte. Aber wir machen nicht so viel Polieren, oder? Und jetzt erstmal schön glatt drin. Die Zitronensaft da rein. Zitronensaft? Ist frisch, Dose. Ja, ja. Oh Johann, die kriegen ja Röststoffe. Was? Die Frikadellen. Der so. Oberste, der kriegt schöne Röststoffe. Guck mal hier, erstmal schauen. Die Frikadellen braten wunderschön langsam, ja? Mit wenig Hitze. Schreib mir jetzt ein bisschen zurück. Und hier muss man mal sehen, was Hefeteig kann, wenn er gut gemacht ist. Was Hefe kann, guck mal hier. Super aufgegangen hier. Ja. Super, das ist ein richtiger schöner Kartoffelblini-Teig. Ja. So, gleich werden wir die Blinis backen, aber jetzt würde ich sagen, zwischendurch muss man jemanden anrufen, denn die Zuschauer können ja bei uns anrufen. Oder wir rufen zurück. Mal gucken, wen ich am Telefon habe. Solange Johann am Wählen ist, darf ich ganz kurz zeigen, Oliver wie die Soße Hofen kriege. Pizza müsste am Telefon sein. Mit einem Spritzer-Sahne. Ein Spritzer. Ja, hallo Hofenbitzer. Dürren, guten Tag. Grüß Gott, Johann Lafer bei Lafer Lichter Lecker. Hallo, wie war Ihr Name? Oliver Hofenbitzer. Hofenbitzer, okay, ja. Guten Abend. Hallo. Was kann ich tun für Sie? Eigentlich vielleicht für Sie ganz einfache Frage. Ja. Gebratenes Fleisch ist, oder Steak, kein Thema. Rechts, links, kurz anbraten, anschließend, ich sag jetzt mal 300 Gramm. 50, 55 Minuten bei 90 Grad im Backofen. Kann man eigentlich davon ausgehen, Verdoppelung des Gewichtes, auch Verdoppelung der Zeit? Oder müssen auch Sie als Profi dann immer wieder noch mal so drücken oder haben Sie ein Thermometer im Backofen? Also das kann man pauschal nie sagen. Man kann nicht sagen, dass 2 Kilo Fleisch doppelt so lang dauern wie 1 Kilo. Es kommt ja auf die Länge drauf an, auf die Höhe drauf an, das Fleisch, weil das Fleisch kann ja auch lang sein und schwerer sein oder kürzer und höher auch schwer sein. Ich würde sagen, man muss auf jeden Fall. Das ist ja ein Dreisatzrechnen. Ne? Ich muss auf jeden Fall sagen, also natürlich ist Fleischbraten viel Gefühl und ich würde das nicht für pauschal unterstreichen. Man muss auf jeden Fall probieren, testen. Am besten geht es mit dem Fleischthermometer. Und wenn zum Beispiel ein Fleisch rosa braten, gibt es für mich immer den Grundsatz: 57 Grad bei Rostbeef zum Beispiel, Thermometer rein. Wenn 57 Grad hat oder 55 Grad hat raus, dann zieht er ein bisschen nach, dann ist es perfekt. Also das machen wir so. Und wichtig ist generell beim Fleischbraten einfach weniger Hitze. Nicht so heiß und lange im Ofen lassen, denn ich sage immer, das Fleisch war vorher schon tot, es muss nur noch warm werden. Ja. Kann man das auch für Fisch im Salzteig oder im Eckmantel so sehen? Fisch und Salzteig kann man genauso machen, allerdings da machen wir Folgendes, da machen wir die sogenannte Lippenprobe. Da nehme ich, wenn jetzt zum Beispiel, wir haben hier, wenn das jetzt zum Beispiel so eine Rouladennadel wäre, ja, dann steckt man das so rein wie hier. Zum Beispiel in das Fleisch so rein, ja, dann zieht man das raus, so, und dann fährt man mit dieser Nadel über die Lippen. Aha, gut, ja. Und wenn es der Brandblase gibt, ist fertig. Und wenn es der Brand... Nein, und dann muss diese Nadel wirklich gleichmäßig warm sein. Wenn das der Fall ist, dann ist man sicher, dass der Fisch von innen nach außen oder von außen nach innen gleichmäßig warm und gar ist. Also wenn er in der Mitte noch gleich, wenn man noch kalt fühlt, dann kann man nur sagen, der Fisch ist noch nicht fertig, das lässt man noch ein bisschen drin. Gut, das war's schon.
Ich danke für den Anruf. Danke. Alles Gute. Tschüss. Servus. Ciao. So. Ich bin nicht sicher. Die werden jetzt so bräunlich hier, der Mürbeteig. Dann muss er raus, oder? Nee, ich würde sagen, der kommt langsam, aber sicher dahin. Ein Löffel soll eigentlich stinkt kommen. Ein bisschen. Die Creme Fraiche, schmeckt gut, die Creme Fraiche. Ich finde, also letztlich nimmt sich das in der Form nichts. Ja, ich würde sagen, der Schlafrock wird langsam, aber sicher zu einem Bett. Ne? Das ist eine ganze Landschaft. Das ist nachher, wenn er fertig ist, ein Schlafzimmer. Ja. Meine Güte. Wir müssen aber auf jeden Fall noch den Zuckerguss machen dafür. Ja, wie viel Liter Sahne hast du da jetzt etwa reingeschüttet? Das ist für 4 Personen, das Rezept 4 Liter Sahne. Aber ich muss mal sagen, weil ich ja momentan auf die Sahne ein bisschen verzichte, man konnte auch, ich habe ja probiert vorher, schmeckt auch super ohne Sahne. Ja, da hat Johann mich ja nicht ausreden lassen. Nachdem ich alles angebraten habe, habe ich erst ein bisschen Gemüsebrühe aufgeschüttet. In der Gemüsebrühe die Kartoffelchen, die Möhren schön angaren lassen. Dann schmeckt das nämlich schon so gut, dass man sagen könnte, man kann auf die Sahne verzichten. Ja. Aber ich sage mir, warum? Ja. Warum? Ja, ja. Mach doch nicht dick. Das sage ich mir oft genug auch. Aber weil diese Sahne ist von schlanken und sehr sportlichen Kühen von ausgewählt. Von Büffelinnensahne. Ja. Büffelinnensahne. 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 Willst du mal probieren? Patrick, komm her, Patrick, komm her. Pass auf, jetzt das Gesicht wieder, das übt er heimlich. Der steht vorm Spiegel und macht Horstgesichter. Nee, nee, nee. Guck mal, schon der Geruch bringt ihn zum Lachen. Ja. Weil er so begeistert ist. Patrick? Also, hab ich das mit dir sehr verwechselt? Ich kaufe mir von dir ein ganzes Album jetzt. Fantastisch, oder? Ist das nicht lecker? Also, ja, sehr lecker. Warum ist er so süß? Sahne! Da ist der Thymian. Und die frische Ananas. Natürlich, die Ananas. Also, ohne Witz, ist das süß. Ja, ja, die Ananas gibt ja auch nicht in sauer. Das ist auch nicht süß. Das hat eine süße Unternote, sozusagen. Ja. Also, Susanne. Ja. Wie nennt sich das? Rumfort-Dessert? Nein, Rumfort-Topf. Alles, was rumstand, musste fort und kam wenn in den Topf. Wenn ich ihn hauen soll, sagst du es mir. Ist kein Thema, schlag ihn. So, guck mal her. Rumfort-Topf. Lieber Horst. Lieber wenn du, Johann. Wenn du mal was Schönes sehen willst, schau mal hierher, bitte. Hier, guck mal. Frikadellen. Ja. Braten, ganz zart. In aufgeschäumter Butter, mit Mozzarella gefüllt. Thymian, Knoblauch. Guck mal, hier läuft der Käse aus auf der Seite. Siehst du das? Das darf der aber nicht, ne? Hier, Knoblauch mit Braten. Guck mal, das ist hier. Einfach schön langsam braten. Gar ziehen lassen. Wie lange bleibt das in der Pfanne? Wie lange? Ist gleich fertig jetzt. Noch 2 Minuten. Und wie heiß? Ganz wenig, nur Stufe 4. Nur Stufe 4. Wie mache ich das bei einem Kohleofen? Nur 4 Briketts. 4 Briketts. 4 Briketts und dann langsam braten lassen. Es gibt ja Menschen, die einen modernen Herd zu Hause haben. Und die brauchen. Kenn ich keinen bei uns. So, jetzt machen wir Blinis hier. Also auch bei Gas. Bei Gas wäre auch Stufe 4. 4. Knopf. Das weiß ich nicht, ich habe keinen Gasherd. Patrick. Ja, das weiß ich muss man ja jetzt wissen. Du hast kein Gasherd? Nein. Was schätzt denn, wie viel Grad das sind? Normalerweise bei 100 Grad fängt auch Butter an zu verbrennen. Ne? Fass mal mit dem Finger rein, ob es heiß ist. Du machst einfach beim Gasherd auf kleinste Stufe. Ja, genau. Na? Kleinste Stufe. Kleinste Stufe. Kleinste jetzt Blini backen, ja? Apropos kleinste Stufe, willst du es nicht mal runterdrehen? Ja, also machen wir hier kleinste Blini backen, guck mal hier. So, schön rein hier. So, und jetzt werden es hier so kleine Häufchen. Butterschmalz oder Olivenöl, Butterschmalz. Und dann, wenn die oben Blasen schlagen, werden die umgedreht, ja? Patrick. Super. So, schön langsam ausbacken, ja? Also gibt es das dann da nachher. Blasen schlagen. So. Jetzt machen wir hier als nächstes die Nudeln dazu. Wir machen dazu noch so schöne Nudeln mit Basilikum und Tomaten. Ja, lecker. Und braunen Zucker. So, okay. Also, ein bisschen Butter warm machen. Ein bisschen braunen Zucker reingeben. Johann, wo kochen eigentlich deine Nudeln? Du hast doch Nudeln nachher dabei. Oder hast du die vielleicht vorbereitet? Wenn einer Apfel im Schlafrock vorbereiten kann, kann ich auch Nudeln vorbereiten. Hab ich ja nicht vorbereitet. Ja. Lass mich mal so ein Nüdelchen probieren. Sehr. Wie hast du die eigentlich abgeschreckt? Hast du denen ein Bild von mir gezeigt oder was? Ja, wie macht man das? Also Nudeln kocht man ab und dann tut man die richtig gut kalt abspülen. Ja. Und auf keinen Fall die Nudeln mit Öl beträufeln.
Weil dann nehmen die nachher keine Soße mehr auf. Aber wenn ich die kalt abspüle, sind die doch dann auch kühl. Und ich will doch eigentlich warme Nudeln. Die mache ich jetzt, wieder warm. Ach, die machst du dann? Das ist ja effektiv. Ja. Okay. Ja. Im Prinzip ist das so, als wenn ich dich rösig mache und fahr dann noch mal Zigaretten holen. Ja. Etwa so. Das war wieder der perfekte Vergleich. Aber erzähl mal, wieso legst du jetzt die Tomaten da so rein? Ja, warum? Weil ich die jetzt anbrate. Weil ich mache ja jetzt Tomaten zu meinen Nudeln dazu. Aber guck mal her, Blick auf die Blinis. Jetzt mal ganz kurz, guck mal hier. Sehen die nicht gut aus? Na, das ist ein Wahnsinn, oder? Ja, sehr schön. Ja. Also haben die Kölner heute wieder schlechte Karten. Gell, Patrick? Ja. Also man merkt als erstes daran, dass sie fertig sind, wenn der Geruch sehr streng in der Küche wird. Nein, dann sind sie zu weit. Man sieht es wunderschön an der Bräunung, wenn der Teig aufgeht, hier vorne so schön knusprig ist, langsam hier vorne ein klein wenig von der Marmelade rausläuft, dann sind sie so, wie ich sie gerne hätte. Und jetzt machen wir noch diesen wunderbaren Zuckerguss für oben drauf. Und wenn jemand kreativer ist vom Feinfingergefühl her, dann kann er sie auch noch wesentlich hübscher von der Optik machen. Wobei ich sagen muss, deinen finde ich wirklich... Den finde ich toll. Ich finde ihn auch interessant. Von der anderen Seite ist er auch schön. Hier. Der sieht aus wie ein Implantat. Ne? Ja, aber die meisten entscheiden sich, glaube ich, für größere Implantate. Größere Modelle, ja. Gut, jetzt müssen wir aber das doch machen, weil ich möchte vor Johann fertig werden. Den gesiebten Puderzucker mit dem ausgepressten Zitronensaft einer frischen Zitrone. War das jetzt sehr? Ja. Warum muss man Puderzucker immer sieben? Ja, weiß ich auch nicht, stand im Rezept. Ja, das Johann, warum siebt man den? Ja, wenn Klumpen drin sind, dann bleiben die hinten im Sieb. So. So, wir müssen jetzt anrichten. Ja, und dann nehme ich das Pinselchen und mal das mal schön an. Ja. Kleinen Moment, wir müssen daraus eine schöne Creme rühren. Ja. Und man macht das sehr gerne süß mit kräftig zusammen. Das heißt, die Zitrone, die Säure, dann mit dem Puderzucker. Und jetzt bekommt man diesen herrlichen Guss für oben drüber. Und das muss auf jeden Fall über die Äpfel, solange sie noch heiß sind. Isst man die nicht, auch wenn die ein bisschen warm sind? Die Äpfel, ja. Kann man da Vanillesoße oder so dazu machen? Ja. Kannst du auch. Oder Schokoladensößchen. Und wenn man so etwas warm isst, kann das auch sehr gut für die Verdauung sein. Ah. Ja. Mit anderen Worten, ist fast eine medizinische Maßnahme. Ja, das ist auch ein Abführmittel mit den Äpfelchen dann. Gut. So, also schön einpinseln, damit sie hübsch aussehen. Ja. Ja, aber so richtig schön. Mach das mal so, als wenn das dein Schatz wäre. Wir pinseln uns gegenseitig nicht so oft mit Zuckerguss ein. Wie lange bist du verheiratet? Nur zu besonderen Feiertagen. Wir sind seit 19 Jahren liiert. Seit 19 Jahren? Ja. Seit 19 Kocht der auch mal für dich? Ja, der kann sehr gut Chinesisch kochen. Und das ist doch nur roh, ne? Nee. Also hier, Horst, ich muss wiederum mal etwas sagen. Ja. Patrick Lindner ist ein super Koch. Guck mal hin, schau her, hier. Wunderschöne Blinis. Schau mal her. Kann man nicht schöner machen, oder? Also sehr schön, Patrick. Ich frage mich nur, warum die Frikadellen auf einmal so schmal geworden sind, so dünn. Danke, Horst. Darf ich einen probieren? Du darfst einen probieren. Ehrlich jetzt? Nehmen uns den mit. Ja, ehrlich. Ich will den probieren. Dann probier. Wieso sind die noch nicht? Komm, wir machen noch ein paar. Ich wollte ihn eigentlich anrichten, aber jetzt macht nichts. Nee, der ist für uns hier. Komm, Susanne. Ja. Guck mal, ich habe jetzt hier die Nudeln schön mit dem Zucker, mit Salz, mit Pfeffer, mit den Tomaten, mit frischem Basilikum. Ganz einfache Küche. Ich denke, das kann jeder unserer Zuschauer nachmachen. Ein bisschen weißen Balsamico esse ich noch dazu, so einen Spritzer hier oben rein. So. Dann haben wir hier eine wunderschöne Beilage für die Frikadellen. Kann man auch ganz gut essen. So. Schmeckt's? Ja, lecker. Da haben die Klitschkos nicht recht. Das schmeckt sehr gut, Johann. Ja. Ja, so. Schmeckt sehr gut. Mhm. Wäre mir zu viel Aufwand, aber schmeckt toll. Wie ist zu Aufwand? Patrick, sehr Ja, so ein Hefeteig, dann den beobachten und dann geht der. Ich schneide mal ein bisschen Brot. Ja. Aber hübsch, so richtig hübsch zum Dekorieren. Nee, das kann ich nicht, dann schneid du es. Nein, du kannst das. Du musst Wie schneidet man Brot denn hübsch? Schöne gleichmäßige Scheiben, so dass es toll aussieht. Übrigens, dieses Gericht hier kann tatsächlich jeder selber machen. Horst. Ja, bitte, Johann. Jeder Mensch hat mal einmal Glück. Ja, aber du siehst ja, das liegt im Fingerspitzengefühl. Und sobald eine Dame neben mir steht, mit dieser Ausstrahlung kann gar nichts schiefgehen.
Wieso werfe ich eigentlich die Formen hier weg? So, jetzt werden wir unsere Äpfelchen im Schlafrock mal anrichten. Uns angucken, so, was wir da angerichtet haben. Guck mal, langt haben. Dir das hier? Das ist sehr hier. Schön, ja. So gleichmäßig. Ich zeig dir gleich mal, wie ich im früher Brot im nächsten Leben werde ich Brotmaschine. Ja. So. Mmh. Boah, sind die lecker. Sind die gut? Oh. Die sind sensationell. So, lieber Patrick, du musst jetzt hier vorne... Mmh. Lass mal das. Oh. Patrick, du musst jetzt uns mal erklären, was du für einen schönen Tisch davon gedeckt hast, bitte. Geh mal vor, bitte. Geh, erklär das mal. Aha. Ich soll das erklären? Ja, bitte. Ja, ich habe mir gedacht, ganz konventionell, weiße Rosen aus Athen. Kannst du auch anrichten, mal gucken, ob wir da alles so schön gemacht haben? Wir haben ja Fasching, natürlich. Deswegen setzen wir uns heute die Masken auf, ja? Na? Richtig. Ja. Ja? Patrick, wo ist denn der Dill? Der Dill? Ja. Wir haben ein bisschen Kühlschrank. Bunt. Ja. Ich Was? Dachte, Herr Lichter mag es gerne ein bisschen bunt. Halt mal still, so. In Rheinland-Pfalz wird ja auch Karneval gefeiert. So. Kann man das sehen? Zeig das bitte mal. Ja, ich zeig's wie sehr schön gerne. Die aussehen. Die Äpfelchen im Schlafrock. Ja, ja. So. So. Du ziehst die Pinke auf? Ja, das ist schön zu unserer Deko. Mmh, also langsam. So. Ja, Moment, ich muss doch meine Frisur richten. Langsam mache ich mir Gedanken bei dir, das sage ich dir. Die Sendung läuft unter dem Motto, endlich haben wir Haare. So. So, richten wir das jetzt auch an? Das, ja, wir haben es ja schon angerichtet. Ja, ne? Auf dem Teller, meine ich. Aber wir können es jetzt noch hier rein tun. Ja. Patrick, du musst ja auch noch irgendwas Hübsches anziehen. Ich? Ach so. Ja. Ah ja. So, zuerst mal würde ich sagen, pass auf, zuerst mal riecht mir nichts an. Wir zeigen jetzt erstmal den Zuschauern und hier unseren Gästen, dass wir beide, Patrick, einfach ein unschlagbares Team sind. Guck mal hier, schau her. Danke. Oh. Ja. Also, wir sind natürlich wieder zuerst fertig, Horst, ist klar. Komm den Platz. Ja, jetzt sind wir beide dran. Ja. Komm, mein Kind. Mein Kind? Mein Täubchen. So. Ja, so. Dürfen wir einmal zeigen, wie lecker so ein Eintopf aussieht? Ja. Das ist. Bitte schön. So, bitte. Den Platz. Wollt ihr mal riechen? Susanne, darfst du dich da bitte hinsetzen? Ja, sehr Dankeschön, gerne. Weil ich möchte neben meinen Johann. Übrigens, falls ihr Rezepte haben möchtet, auch zu Tipps zu dieser Frisur. Unter laferlichterlecker.zdf.de kriegt ihr auch diese Rezepte. Johann, du gefällst mir heute außerordentlich gut. Mit dir würde ich in Köln auf Jupp gehen. Ja. Dankeschön, Kindchen. Gerne. Dankeschön. Horst, danke dir. Guten Appetit. Das war's. Guten Appetit. Vielen Dank, klar, verlicht der Nächste beim nächsten Mal. Servus, hat Spaß gemacht. Tschüss, adieu. Und danke euch beiden. Ja, super. Oh, super. Ja,